heute live von der Invest in Stuttgart 2023 im Exklusivinterview. Herr Massaba von Investor. Herr Massaba, wie geht es Ihnen heute? Wie ist die Stimmung auf der Invest? Die Stimmung ist sehr, sehr gut. Viele Investoren, die gar nicht mal so betrübt aussehen. Weil die Märkte waren ja doch ein bisschen volatil in den letzten Tagen. Genau. Aber die Leute sind gut dabei. Genau, richtig. Was haben Sie denn für einen Eindruck von der Stimmung hier? Sind die Leute gut gelaunt oder ist es wirklich der Faktor, der alle Gespräche aktuell belastet? Naja, man muss da unterscheiden zwischen dem Markt, der wahrscheinlich viele bewegt. Ja. Aber viele kommen hierher, weil sie sich informieren wollen. Das merken wir auch. Und insofern, das ist eine bunte Mischung. Ich meine, es ist ja vielleicht besser, wenn die Leute nicht himmelhoch jauchzend sind. Genau, ja. Weil dann schlägt dann so ein bisschen die Anlegerstimmung in Größenwahn manchmal über oder um. Und die Leute sind jetzt vielleicht ein bisschen ernster, aber dann sind sie vielleicht auch offener für gute Argumente. Genau. Sie sind hier vertreten mit einem eigenen Stand. Was ist denn Ihr konkretes Ziel? Haben Sie sich ein Ziel gesetzt, zu sagen, wir möchten Partnerschaften akquirieren oder möchten Sie einfach die Stimmung heute mitnehmen? Naja, es ist ja leider so, dass man in Deutschland mittlerweile kaum noch einen 1:1 Zugang zu Privatanlegern kriegt. Das stimmt. Ja. Also die Stuttgarter Messe ist ja da führend. Und unser Ziel ist es, mit Privatanlegern in Kontakt zu kommen, weil wir der Meinung sind, dass wir ein sehr gutes Angebot für sie haben. Und das Angebot ist jetzt nicht auf der Produktseite, sondern unsere Dienstleistung. Und unsere Mission, unsere Dienstleistung ist es, Investments Anlegern kostengünstig zur Verfügung zu stellen. Bleiben wir direkt dabei. Erzählen Sie uns doch mehr von Ihrem Geschäftsmodell. Also Investor ist eine Fondsplattform, wenn Sie wollen. Und wir betreuen Anlegerportfolios, sowohl aktive Fonds als auch ETFs. Und unser Geschäftsmodell ist mit Blick auf aktiv verwaltete Fonds extrem interessant, weil wir Selbstentscheidern, also Leute, die selber ihre Portfolios verwalten, es ermöglichen, einen Teil der Vertriebsgebühren zurückzubekommen. Interessant. Also wir wissen, also das hat die Kapitalmarktforschung ergeben, dass günstige oder niedrige Kosten der beste Erfolgsfaktor für ein gutes Investment ist. Und viele Fonds sind sehr gut, aber sind auch leider sehr teuer. Und das Problem ist, dass dann auch prinzipiell gute Fonds leider nicht mehr ganz so gut sind, weil sie zu teuer sind. Und durch unser Geschäftsmodell ermöglichen wir Anlegern, einen Teil der Vertriebsgebühren zurückzubekommen. Und jeder gesparte Basispunkt an Kosten steigert die eigene Rendite. Insofern, wir können im Grunde die Anlegerrendite steigern, indem wir einen Teil der Fondskosten zurückerstatten. Jetzt fragen Sie sich sicher, wie machen wir das? Ja, wie machen Sie das? Naja, es ist relativ einfach. Investmentfonds sind leider in Deutschland sehr teuer, weil nicht nur der Fondsmanager, der diesen Fonds verwaltet, an diesem Fonds verdient, sondern auch der Vertrieb. Und jetzt wissen wir leider auch, dass Fondsplattformen, die nicht beraten, trotzdem Beratungsgebühren kassieren. Und das sind jedes Jahr 50, 60, 70 Basispunkte. Also bis zu 1% des verwalteten Vermögens geht an einen Vertrieb. Und wir kennen alle Direktbanken oder Nichtberatungsplattformen im Internet. Und die kassieren trotzdem Vertriebsgebühren. Das ist absurd. Und wir sagen uns, abzüglich einer kleinen Marge erstatten wir Anlegern in aktiv verwalteten Fonds die Vertriebsgebühren. Und wie gesagt, das kann durchaus bis zu 1% des verwalteten Vermögens sein, dass ein Anleger spart. Und am Ende des Tages macht dieser Prozent den Unterschied aus. Ne? Natürlich. Das ist auch gerade das Thema hier auf der Börse. Man muss auch in dem Sinne ja verstehen, dass in einer volatilen Phase, wo die Märkte crashen, wo alles bergab geht, auch eine neutrale Rendite oder eine leicht positive Rendite anders bewertet werden muss. Richtig. Und der Punkt ist nämlich folgender. Ich weiß ja, dass gerade bei jungem Publikum ETFs eine sehr, sehr große Rolle spielen. Das ist auch gut so. Was aber schade ist, ist dabei, dass aktiv verwaltete Fonds wegen der hohen Kosten komplett runterfallen. Ja, ja. Und komplett, weil sobald Sie jemandem sagen, dass ein Fonds 2% kostet, der wird natürlich sofort sagen, aber mein ETF kostet hier nur ein Zehntel. Jetzt können wir natürlich aktiv verwaltete Fonds nicht auf ein ETF-Gebührenniveau runterdrücken, aber wir können Fonds sehr, sehr viel günstiger machen. Und das Tragische an der Sache ist, dass im Bewusstsein der vieler Anleger sind aktiv verwaltete Fonds schlecht, weil die Fondsmanager Versager sind. Das ist aber nicht so. Das sind hochqualifizierte Leute, deren Produkte aber leider so teuer gemacht wurden, dass sie keine Chance haben gegen ein ETF. Insofern, wir verhelfen im Grunde Anlegern in Fonds einen perfekten Zugang zu günstigen Investmentstrategien, die leider bei den Banken nicht so gut performen können, weil sie zu teuer sind. Und es ist kinderleicht. Im Grunde braucht man nur sein Depot von uns zu betreuen zu lassen.
Und das sind 3-4 Mausklicks auf investor.de, anmelden, Depot übertragen und aktiv seine eigene Rendite gesteigert. Genau. Zum Abschluss, wo wir gerade bei dem Thema sind, haben Sie den Eindruck, dass das Interesse an Ihrem Geschäft durch diese volatile Phase, die wir gerade angesprochen haben, nochmal gestiegen ist? Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also das Interesse der Anleger ist im Prinzip immer da. Leider ist es so, dass Volatilität erstmal abschrecken wirkt. Das heißt, der DAX fährt hoch, alle sind happy und kaufen. Aber die alte kaufmännische Regel heißt eigentlich, dass man richtig den Gewinn im Einkauf erzielt. Das heißt, eigentlich ist so eine Phase, wo die Kurse auch mal richtig runtergehen, perfekt, um die zukünftige Rendite zu steigern. Und deswegen ist meine Mission, auch über unseren Blog, den wir auch kostenlos Investoren zur Verfügung stellen, jeden Freitag, ist unser Job aufzuklären und zu sagen, ja, es ist gerade sehr gruselig, aber lieber Anleger, wenn du jetzt handelst, wenn der Aktienmarkt schon gefallen ist, wirst du deine Verluste nicht rückgängig machen. Insofern ist das ist die Herausforderung dieser aktuellen Zeit, dass die Volatilität viele abschreckt. Die wir erreichen, können wir davon überzeugen, dass im Grunde solche Zeitpunkte die besten Renditen erzielen. Erinnern wir uns an das Jahr 2008, nachdem die Kurse um 50% eingebrochen sind. Wer da eingestiegen ist, der hat seine Rendite auf Jahre hinweg mit einem langfristigen Anlagehorizont. Genau. Die andere Voraussetzung ist natürlich auch, dass Trading nicht immer die beste Idee ist, weil man meistens nur den Vergangenheitskursen hinterher rennt. Deswegen, man soll ruhig seine Anlagestrategien adaptieren, man soll ein bisschen kleine Rädchen justieren, aber man sollte bei der Stange bleiben und langfristig investieren und möglichst systematisch sparen. Ja, dem ist nicht mehr hinzuzufügen. Das war Herr Massaba von Investor, heute im Exklusivinterview auf der Invest in Stuttgart. Vielen lieben Dank. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke.